Hey Leute und herzlich willkommen zu der Demo von Heavy Rain. Ein Spiel, was 2010 rausgekommen ist, sprich es ist schon 9 Jahre alt. Und es war ein PlayStation-Exklusivtitel und dementsprechend finde ich, gehört es sich, wenn man es mit einem Xbox-Controller am PC spielt. Alleine weil die Steuerung mit der Maus, naja, grottig ist, möchte ich mal sagen. Aber genug gequatscht, jetzt wird gezockt. Ladevorgang. Und nochmal Quantic Dream, hallo. Die Bims. Ist auch ausgestorben, ne? Heavy Rain. Habe ich schon gesagt, ist dabei die Demo nur. Boah, Rumble. Um zu interagieren, führen Sie die angezeigte Bewegung mit dem rechten Stick aus. Jo, bitte. Versuchen Sie es langsam, um zu sehen, wie Sie die Animationsgeschwindigkeit kontrollieren. Er weiß auch nicht, was er will, ne? Mensch. Ah, ich war früher schon so heiß auf das Spiel, ne? Und jetzt? Also, ich hatte halt nie eine... Naja, ich hatte eine PlayStation 3. Aber erst da spät und da war das Spiel halt auch gar nicht mehr aktuell. So gar nicht. Ich glaube, das war... keine Ahnung wann. Auf jeden Fall... habe ich mir das Spiel nie dafür dann geholt, weil es halt nicht aktuell war. Nicht mehr. Ich mich eher auf GTA konzentriert habe. Und dann ist es in Vergessenheit geraten, die ganzen Jahre über. Und dann habe ich gemerkt, oh, im Epic Store ist da ja was zu. Hust, hust. Verdammtes Asthma. Kann nicht atmen, wenn es regnet. Tja, ist halt Heavy Rain, wa? Ja, auf jeden Fall. Oh. Also GTA 5 gesuchtet und dann kam es auf PC. Dann habe ich das da die ganze Zeit gespielt. Gucken Sie die Ansichtstaste um zu. Was? Das hier? Das? Ah. Sag doch einfach Select. Steuerung, Pause. Ja, okay. Danke. Und jetzt ist das Spiel halt im Epic Store aufgetaucht und dann habe ich es mir halt einfach gezogen. Die Demo. Das Spiel kostet so 20 Tacken, was halt ganz cool ist. Dann ist es nicht ganz so teuer, wie ich dachte. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass es auf 60 Euro landen würde bei Vollpreistitel. Hallo. Lauren Winter. Lauren Winter. Klingelst da? Nein, eher nicht. Brauchst Kohle oder was? Hier. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Dank dir schön. Und er sitzt nicht da. Was für eine Schande. Alle tun sie nicht arbeiten. Außer die Lauren, die arbeitet natürlich in der Dienstleistung. Und ihre Kunden sind nicht, also oftmals nicht zufrieden mit ihrem Service oder sowas, keine Ahnung. Und unser hier, Typ hier, unser Charakter, der ist auch ein Kunde von ihr, das sieht man einfach daran, dass er ein bisschen heruntergekommen ist und feucht ist. Er ist halt ein bisschen geil. Geil. Auf jeden Fall, knock, knock, knocking on Heaven's Door. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Hey. Halt. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Oh Mann. Geht klar. Aber warum nicht? Hör mal. Komm, er knutscht. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich hab dich gezahlt. Ich bin kein Kunde.
Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Ja. Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Achso. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Klebitz? Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Hartnäckig bleiben natürlich, ne? Wir wollen ein Arschloch sein. Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Verständnisvoll. Komm hier, dein Kind. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Achso, die PC-Version ist von ein paar Bugs geplagt. Also, ich habe da so Gefühle für dich. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Erstmal rumeideln. Was wollen Sie wissen? Oh, Johnny. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Nein. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Geil. Nicht geil. Gar nicht geil. Johnnys Vater. Wer ist das? Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Oh. So ein Typ. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Ein Frauenschläger. Feigling. Wer braucht den schon? Ein Frauenhasser, ein ganz, ganz gemeiner Patriarchverfolger. Patriarchi und sowas, ne? Wollen Sie? Hab aufgehört. Tapfer. Ist er verschwunden? Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Achso. Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Oh. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Oh. Ich hab da so einen Verdacht, du. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ach so, Sie. Ja, okay. Macht Sinn. Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Was? Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Hau doch ab, alte Heulsuse. So. Jetzt ist sie hier sagt. Die hat ihr Kind verloren. Kommt drauf an, wie lange es her ist. Naja gut, ich sag mal, der Shelby, der ist ja Privatdetektiv und scheinbar kein guter. Soll ich noch bezahlen oder nicht? Ich bezahle mal nicht. Mal gucken. Tschüss. Ich gehe. Ich weiß, wo es so lang geht. Da lang nehme ich. Nein. Ah, das war eine. Das war eine geile Dienstleistung. Links. Nee. Rechts. Jawohl. Super. Muss reichen. Lauren. Lauren. Ich bin.
einfach sehen. Hallo? Ich bin's, der Shelby. Ich will nochmal schnell eine Dienstleistung. Gratis. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Lauren. Der geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Okay. Nein, jetzt mach mal. Du wieder? Du willst... Oh, uff! Jetzt geht's aber los. Wusch! Guck mal, du hast eine Scherbe im Kopf. X. B. Oh Gott. Ah! Quick Time Events des Grauens. Runter von mir! Du Affe! Tap, 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 tap. Bam! Nase gebrochen, du Penner! Nicht auch! Oh! Ups! Was für eine Pussy, er hat sich einfach eine Waffe geschnappt! Komm, stich ihm die Augen aus, komm! Nein! Das konnte ich kaum sehen. Uff. Nein. Ups. Ich habe das B gedrückt. Dann geht denn das? Fuck. Aua. Jawohl. Komm. Und das ohne Quicktime-Events. Wir sehen uns noch, Arschloch. Das lief beim letzten Mal besser mit Maus und Tastatur. Geht's Ihnen gut? Nein. Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Hauptsache eine Nähmaschine, weißt du? Mr. Shelby? Ja. Danke. Wofür? Humpelstilzchen. Drücken und halten Sie die angezeigten Tasten gleichzeitig, bis die Symbole verschwinden. B, A und Y. Geht dann auch der Ladebildschirm weg? Nee. Obwohl doch irgendwie. Dienstag, 8:05 Uhr, 17,27 mm. Geil! Immer ein starker Regen, wa? Schwerer Regen? Parkinson. Ah, nee. Okay, ist gut. Ja, ist nass, ne? Ich verstehe nicht, warum die Charaktere keinen Regenschirm dabei haben. Bei dem Regen. Die holen sich doch die ganze Zeit dann weg. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Wohin denn? Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Ey, ich hab nur so getan. War nur ein Spaß, Jungs. Ich geh schon. Och, ich hatte gehofft, ich kann wieder ins Auto. Na gut. Hallihallo. Ich bin's wieder. Ich hab meine Dienstwacke geholt. Hier. Guck, Plastik. Okay. Sie können durch. Ah ja. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Blake. Ich hab ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Danke. Na, danke für die Auskunft. Kunft mit M.
Ambulanze, Emergency, Medical. Na komm. Videomemo 1, Agent 47023, Norman Jane, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Feine Sache. Ach, man tut ehrlich die Dinger. Nur Kriminalrichtung. Oh geil. Gibt's hier noch was? Ich suche Lieutenant Carter Blake. Ah, danke schön. Okay. Ah, okay, ich brauch gar nicht Danke sagen. Aber ich guck mich trotzdem erstmal weiter um. Gibt genug Clues hier. Tut mir leid. Ah ja. AI-Eintrag. Fußabdrücke im hohen Gras in Richtung der Leiche stammen nicht von der Polizei. In Richtung der Leiche? Wir haben keinen Bezug zur Leiche. Achso. Wahrscheinlich hier einfach. Ja. Ist, okay. Oh. Hab ich ja gar nicht gewusst, ey. AI-Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. Blattgrub E-Platz. Die Analyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Ja, ist rutschig, Alter. Dass sie sich aber auch nicht dran gewöhnen bei so einem Regen, ne? Ich meine, selbst ich weiß Bescheid über sowas dann. Ja, also, der hängt jetzt erstmal so. Ah, muss man dem alles vormachen, ey. Wäre der jetzt ein Zug gekommen? Ich dachte, da kommt kein Zug, solange man hier auf dieser Seite ist. Ich glaube, da kommt überhaupt gar kein Zug mehr, bis auf den ersten gerade. Naja, gehen wir mal hoch zum Autobahnzeug, Highway. Alter, das waren 6 Tasten. 6. Auf ein drittes, würde ich sagen, oder? Ja. Oh, RT diesmal. RT. Geil, die Trigger, Alter. Feine Sache, Alter. Digga. Krass. Krass, krass. Oh, Reifenspuren. Nee, Fußball. Doch, Fuß. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Cool. Object Memorized. Ah, ja, hallo. Du hast Besuch. Reifensporn. Bei E-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Vielleicht. Mehr gibt's hier nicht, ne? Ne. Oh, wir gehen mal an die Fahrbahn ran. So kleine Details sind immer cool. Ah, oh, Farben. Ich sehe Farben. Ja, der Hansch muss später erstmal in die Reinigung. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das ist überhaupt lustiger, wenn das so runterpurzelt.
Und nochmal rutschen. Ich meine, der Anzug ist ja nicht schon dreckig genug, der Mantel. Zack. Guck mal, da sind wir schon unten. Da gehen wir mal den Kater besuchen. Na komm. Paulen, hallo. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Warum nur? Ich suche Lieutenant Carter Blake. Ja. Danke. Der stellt sich auch die ganze Zeit nur in den Regen, ne? So, was hier mit den hier hinten? DNA. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Toll. Hat er hingekackt oder was? Na lecker. Hindefikiert. Hey, Sie da! Was machen Sie? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Cool. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Auf Abmutter. Und kommen Sie, Jaden? Ich glaube, so kann man am besten zeigen, dass jemand ein Arschloch ist, oder? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde! Schrei mir nicht ins Gesicht. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt, wie die anderen. Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren vom Mörder gibt, finden wir sie. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Vorsichtsmaßnahmen. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Nein, nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Noch mehr? Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Krass. Erstmal wieder die Brille aufsetzen, weil der Depp sie vorhin abgenommen hat. Ah, so, dann gucken wir uns nochmal die Leiche an. Was hat er denn jetzt schon gefunden? Hör mal. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Schauen wir da. Woher weiß er, was wichtig ist und was nicht? Das ist halt eher die Frage. Das muss dann mit den Drogen zu tun haben. Was? Drogen? Krass.
AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Gut, immerhin etwas. Was? Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Okay. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Flowerpollen. Pollen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Oh, was gibt's denn da? Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Na, schade. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. In der Pfütze ertrinkt oder was? Würde ich auch nicht abtreten wollen. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ich glaube, ich auch. Nimm mal wieder die Brille ab und dann schwören wir. Was? Wie die Bienchen, die die Pollen umher tragen. Die fleißigen, fleißigen Bienchen. Ey. Denk nach. Ey. Oh, ich wollte gerade Placke drücken. Ich fahre jetzt. Ich sehe sie dann im Revier. Okay. Bis später. Meine Brille ist schlau, ja? Du trägst keine Brille. Haha. Na, mal gucken, wo das noch alles hinführt. Auf jeden Fall hatte ich diesmal nicht so viele Bugs, wie wo ich das privat mal angezockt, also durchgezockt habe, hier die Demo. Ging halt um Knochenrotation beim Skelett des Charakters, die halt ein bisschen übertrieben waren. So, ich nitschen. Hey. 2, 1, go! Story is just beginning. Upgrade to the full game now. Origami killer. I want every available man to find Ethan Mars. Ethan Mars is innocent. I can prove it. Okay, das war dann also die Demo und ich kann mich dann jetzt mal an dieser Stelle bedanken fürs Zusehen. Jedenfalls, wenn ihr überhaupt bis hierhin gekommen seid, weil ja, bei einem 10-Minuten-Video sind dann halt zum Beispiel maximal 5% angesehen und das ist furchtbar schade, weil beim SCP-Video steckte viel Arbeit hinter und ja, schade, aber kann ich nichts gegen machen. Wenn es euch nicht gefällt, dann tja, Pech. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, was? SCP-05. Ja toll, da unten ist aber nichts, womit ich mich heilen könnte. Ich bin nicht hier. Okay, ich glaube, ich werde auf der Schnelle eh nichts finden, deswegen lade ich nochmal. Bin ich jetzt ja hier. Dürfte es hier lang eigentlich wieder rausgehen, oder nicht?